Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal ein paar meiner Bücherneuzugänge. Ich habe in den letzten 2 Monaten ungefähr noch ein paar Bücher neu dazu bekommen und ich möchte euch sie jetzt einmal vorstellen. Als erstes zeige ich euch Bücher, die ich aus einer Box hatte. Und zwar hatte die Bücherbüchse eine Self-Publisher-Box rausgebracht und ich glaube, ich habe die im Februar bestellt, also schon relativ lange her. Sie sollte erst im Mai kommen und dann hatte sich das doch auf Juli jetzt hinausgezögert und ja, jetzt habe ich sie endlich da. Ich hatte sie ausgepackt, das habe ich jetzt nicht mitgefilmt, aber ich möchte euch jetzt trotzdem nicht die Bücher vorenthalten, die dort drin waren, weil sie ja eben auch neu in mein Regal eingezogen sind. So, und ich fange mal mit dem ersten Buch an. Ich lese euch jetzt einfach nur den Klappentext vor, zeige euch das kurz, weil ich auch nicht so viel dazu sagen kann, weil man die Bücher halt auch noch nicht kennt oder auch nirgendwo gehört hat. Wie gesagt, sind Neuerscheinungen und Self-Publisher, also ohne Verlag. Genau, einmal ist es das hier von Jella Banks, die Goldene, Gefangen im System. Hier ist auch nochmal extra eins, also das ist auf jeden Fall auch eine Reihe. Und hier ist der Buchschnitt. Finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Und da ist ein Bändchen drin. Das liebe ich ja immer, ne? Wenn da schon so ein Lesebändchen drin ist. So, ich lese euch jetzt einmal vor, was hinten auf dem Klappentext steht. Das System kennt deinen Platz. Doch was, wenn du dich an der falschen... Nochmal. Das System kennt deinen Platz. Doch was, wenn du dich an der Seite des falschen Mannes wiederfindest? Anziehung ist gefährlich, Liebe nur Illusion. Und einzig das System weiß, wer zusammengehört. Klingt interessant, ich finde es auf jeden Fall richtig gut. Es klingt sehr spannend und ich bin sehr gespannt, wie ich das finde. So, dann haben wir hier auch eins von Frances Eden, Let Me Glow. So sieht es aus, sieht auch sehr, sehr schön aus, finde ich. Und, boah, das blendet jetzt aber doll, kann man das überhaupt sehen? Das ist der Buchschnitt, finde ich auch wirklich... sehr, sehr schön. Genau, und auch hier lese ich euch jetzt nochmal den Klapptext vor. Zuerst brauche ich eine neue Bleibe, dann einen Job und mindestens eine Umarmung und ein paar tröstende Worte und Eiscreme, ganz viel Eiscreme. Nach ihrer Trennung lässt Andy nicht nur Atlanta, sondern auch ihren Ex-Freund hinter sich, um in der Kleinstadt Hardwell eine alte Pension zu sanieren. Ohne handwerkliches Geschick, lediglich mit ein paar Dollar und einem Haufen nutzloser Designerkleider macht sie sich auf den Weg. Was nach Urlaub mit ein paar kleinen Aufräumarbeiten klang, entpuppt sich als Totalkatastrophe. Ein Drache als Pensionsleiterin und Schulden bei einem Tyrannen, zu dem Andy sich immer mehr hingezogen fühlt. Dazu noch diese Kleinstadt, die völlig in Aufruhr gerät, wenn Ian James Green eine Frau küsst. Alles Dinge, die ein frisch gebrochenes Herz nicht gebrauchen kann. Oder doch? Ja, das klingt irgendwie sehr süß. Ne, die Geschichte ist so eine typische Liebesgeschichte, sie kommt da irgendwo hin, will neu anfangen, irgendwie so eine Art, ne? Ja, ich bin sehr gespannt, wie das denn letztendlich wird und freue mich auch auf das Buch. So, und dann habe ich noch ein Buch von Kara Yarosh und Tessa May, Whispering Waves, das Erbe des Piraten. Ja, ich finde, das sieht auch ganz hübsch aus, also dieses Cover finde ich schon so schön. Und das ist dann der Buchschnitt. Gefällt mir auch richtig gut, also finde ich auch sehr, sehr schön. Und ja, genau, so der Klappentext. Auf hoher See wilde Abenteuer erleben. Das ist Minas größter Traum, allerdings ist dies im frühen 19. Jahrhundert für die junge Frau undenkbar. Als der berüchtigte Pirat Captain James in ihre Heimatstadt anlegt, sieht sie ihre Chance gekommen. Verkleidet als Schiffsjunge und mit ihrem geheimnisvollen Kompass im Gepäck heuert sie in der Crew an. Doch an Bord der Carolina ist nichts, wie sie erwartet hat. Nach einem Schluck Rum schwankt sie mehr als das Schiff und der Captain ist eine Frau. Eine beeindruckende und faszinierende Frau, die Minas Herz im Handumdrehen kapert. Aber eine Piratin wie Clarice macht sich Feinde und um diesen zu entkommen, ist kein Schiff schnell genug. Klingt super cool, auch dass es eben im frühen 19. Jahrhundert spielt, finde ich irgendwie mega, ich liebe ja sowas. Und auch so mit Piraten, Schiffsgeschichte, voll cool. Also freue ich mich auf jeden Fall sehr, das zu lesen. Jetzt habe ich hier noch Bücher, die ich quasi umsonst bekommen habe. Also das erste Buch, was ich jetzt hochhalte, hat meine Cousine mir mitgebracht, die bei sich im Laden sozusagen gibt es ab und zu mal Bücher umsonst, so die halt übrig sind, wo halt irgendwas mit ist oder wie auch immer. Und da hat sie mir eins mitgebracht. Und zwar von Joy Fielding,
Tanzpüppchen Tanz. Und ja, das klang halt ganz gut. Jafir, den schreibt ja auch recht gute Bücher. Ich habe aber noch kein Buch von ihr gelesen, muss ich dazu sagen. Und daher, ja, hat sie mir das halt mitgebracht und ich fand, das klang ganz spannend. Da lese ich jetzt auch einmal den Klappentext vor. Die junge Anwältin Amanda Travis lebt seit vielen Jahren in Florida. Glücklich, ihrer Vergangenheit entronnen zu sein. Denn in ihrer Heimatstadt Toronto hat sie nicht nur eine gescheiterte Ehe zurückgelassen, sondern auch ihre Mutter Gwen, unter der sie zeitlebens gelitten hat. Doch eines Tages erhält Amanda einen schockierenden Anruf. Gwen hat in der Lobby eines Luxushotels einen Mann erschossen und verweigert jede Aussage zu der Tat. Amanda reist nach Toronto, um herauszufinden, welches Geheimnis ihre Mutter so eisern hütet. Aber damit berührt sie Ereignisse in ihrem eigenen Leben, die sie ins Dunkel des Vergessens gedrängt hatte und vor denen sie nun nicht länger fliehen kann. Ja, klang ganz spannend, fand ich. Also, ja, genau. Fand ich ganz gut. Bin ich gespannt drauf. Freu mich drauf. So, jetzt habe ich zwei Bücher, die ich im... also wir haben hier so ein Büchertauschhaus sozusagen, ein kleines Häuschen, wo eben ganz viele Bücher drinstehen. Da kann man eben seine Bücher abgeben und sich auf welche rausnehmen. Und ich hatte halt total viele Bücher im Regal, die ich dann aussortiert hatte und habe sie da hingebracht. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon da bin, kann ich mir auch wieder neue mitnehmen. Und habe mir zwei Bücher mitgenommen, die ich eben auch noch nie gelesen habe, die aber jeder kennt. Ne? Ups. Einmal von Dan Brown Illuminati und einmal Sakrileg, der Da Vinci Code. Genau. Die beiden Bücher, ja, kennt man ja, ne? Brauche jetzt nicht viel zu sagen. Sind ja irgendwie Klassiker, die ich halt aber einfach nicht gelesen habe. Und deswegen dachte ich mir, komm, das musst du einfach auch mal lesen. Das gehört dazu. Deshalb habe ich sie mir mitgenommen und bin auch schon sehr, sehr gespannt darauf. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Büchern, die ich mir im Laden gekauft habe, weil ich noch Gutscheine von meinem Geburtstag über hatte und die jetzt endlich eingelöst habe, weil ich auch auf ein paar Bücher gewartet habe, die jetzt halt erst erschienen sind. Dann fange ich einfach mal mit dem ersten an und das ist von Andreas Winkelmann, Das Letzte, was du hörst. Das ist ein neu erschienenes Buch und ja, da bin ich auch mega gespannt drauf, weil ich seine Bücher ja super toll finde und ja, das heißt, ich musste mir natürlich sofort auch sein neues Buch holen und da ich auch noch nicht so wirklich genau weiß, um was es geht, lese ich euch jetzt auch einfach den Klappentext vor. Ein Podcast, der Tausende begeistert, der süchtig macht, der den Tod bringt. Lehn dich zurück, höre diese Stimme. Vergiss den Alltag, deinen Job, den Ärger, die Sorgen. Vertrau dich den Worten an, sie sind nur für dich. Aber Vorsicht, wenn du einmal gefangen bist in dieser Welt, kommst du nicht mehr hinaus. Diese Stimme, sie ist das Letzte, was du hörst. Sarah ist süchtig nach dem Podcast Hörgefühlt. Die Stimme vom Podcaster Marc-Maria Hagen ist wie ein seidiges Kissen. Seine Worte sind Trost für die Seele. Doch Sarah ahnt nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht, dass hinter den weichen Worten der Tod lauert. Ja, das klingt auch gut. Also, ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich voll auf das Buch. So, dann musste ich mir natürlich Crush holen von Tracy Wolf. Wie man sieht, bin ich auch gerade schon dabei, es zu lesen. Und ja, genau. Ich hatte ja schon ein bisschen was zu Crave gesagt. Das ist der erste Teil und das ist jetzt halt hier der zweite Teil. Genau, da geht es halt um Grace, die nach Alaska kommt, auf die Cat Me Academy. Und ja, weil ihre Eltern gestorben sind und ihr Onkel leitet die Cat Me Academy. Und sie geht halt dann dort zur Schule, um ihr Abschlussjahr zu machen. Und sie kommt halt aus San Diego, glaube ich. Und das ist halt mega warm. Und dann kommt sie nach Alaska, erstmal total der Schock. Und sie teilt sich ein Zimmer mit ihrer Cousine. Und ja, lernt da so mit der Zeit, was da so Komisches vor sich geht an der Cat Me Academy. Erst versteht sie das nicht so ganz, irgendwann dann schon. Ich sag da jetzt nichts zu, ne? Ich will euch ja nicht spoilern. Aber ja, die Geschichte hat mir halt richtig gut gefallen. Ich fand... ja, das ist einfach mega spannend geschrieben und es hat mich richtig in seinen Bann gezogen. Und deswegen konnte ich es kaum erwarten, den zweiten Teil zu lesen. Habe ihn jetzt hier und das gefällt er mir auch sehr gut. Genau, also die anderen Teile, ich glaube, es sind insgesamt 6 oder 7 Teile. Die kommen also verteilt im nächsten und übernächsten Jahr. Eins erscheint, glaube ich, auch noch dieses Jahr. Also es wird sich noch ein bisschen hinziehen. Dann habe ich den zweiten Teil von Dumbridge Academy. Anyone. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Bin halt gespannt, ob die Geschichte weitergeht oder ob es dort um... ein anderes Paar geht. Ich habe mir jetzt den Klappentext extra nicht durchgelesen. Ich wollte es einfach nicht. Das heißt, ich werde ihn jetzt auch nicht vorlesen, weil ich einfach kein Stück
irgendwas davon wissen möchte, weil ich mich komplett überraschen möchte. Ja. Deshalb, ja, ich bin wirklich sehr gespannt auf die Geschichte. Ich hatte ja von der ersten, vom ersten Teil auch schon viel erzählt und wie gut es mir gefallen hat. Und von daher freue ich mich einfach richtig doll auf diesen Teil. Dann habe ich mir ein Buch geholt, was ich eigentlich schon ganz lange haben wollte, weil ich Fan von der Autorin bin. Von Kerstin Gier, Vergiss mein nicht. Und ja, das Buch ist halt, also Kerstin Gier hat ja die Rubinrot und die Silbertrilogie geschrieben und fand ich beides richtig gut. Und dementsprechend, das sind halt eher so Jugendbücher, aber ich wollte halt unbedingt dieses Buch lesen und es ist, glaube ich, auch der erste Teil einer Reihe, soweit ich weiß. Und hier kann ich euch gerne mal den Klappentext vorlesen, weil ich selber, weiß ich gar nicht, ob ich den schon gelesen habe. Auf jeden Fall habe ich von vielen Seiten auch gehört, wie gut dieses Buch sein soll. Und ja, von daher freue ich mich darauf. Und wenn das hier kein Fantasy-Roman wäre, sondern Wirklichkeit, Mathilda sah ihn an, dann hieße das, wir sind offiziell verrückt. Quinn lachte. Aber macht es nicht viel mehr Spaß, zu zweit verrückt zu sein? Er ist cool, smart und beliebt. Sie entstammt der verhassten Nachbarsfamilie, hat eine Vorliebe für Fantasy-Romane und ist definitiv nicht sein Typ. Doch als Quinn eines Nachts von gruseligen Wesen verfolgt und schwer verletzt wird, sieht er Dinge, die nicht von dieser Welt sein können. Nur, wem kann man sich anvertrauen, wenn Statuen plötzlich in schlechten Reimen sprechen und Skelettschädel einem vertraulich zugrinsen? Am besten die Mädchen von gegenüber, das einem total egal ist. Dass er und Mathilda in ein magisches Abenteuer voller Gefahren katapultiert werden, war von Quinn so allerdings nicht geplant und noch viel weniger, sich unsterblich zu verlieben. Oh. Ja, das klingt doch richtig schön. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, wie das Buch sein wird. Und dann kommen wir jetzt zu meinem allerletzten Buch, worauf ich mich auch so freue. Jetzt nämlich auch gerade rausgekommen. Und zwar von Lucinda Riley, Die Toten von Fleet House. Und ja, ich liebe ja Lucinda Riley in ihre Bücher. Und das ist halt ein Buch, was sie damals geschrieben hat, vor zig Jahren. Und was quasi in ihrer Schublade versauert ist. Und ja, Lucinda Riley ist ja leider verstorben. Und ihr Sohn hat das ein bisschen aufgenommen wieder und ich weiß gar nicht, ob er da groß was verändert hat, ich glaube nicht. Ja, und hat das Buch jetzt rausgebracht und ich bin halt einfach sehr gespannt, weil das ist halt ihr erster Kriminalroman und von daher bin ich mal gespannt, wie sie das so gemacht hat und ja, ich habe auch schon von einigen gehört, dass es ganz schön ist und ich bin sehr gespannt, ich freue mich da richtig drauf, weil das werde ich auch sehr bald lesen. Ja, und das waren jetzt alle meine Neuzugänge. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Bücher ihr davon schon habt oder gerne noch lesen möchtet oder vielleicht schon gelesen habt und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen super schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!